Meine Mutter hatte einmal ein viel zu kurzes Kleid an und war zu nett zu dem Bruder meines Vaters. Ich war erst 5 und begriff nicht, warum mein Vater sich mit ihr im Zimmer eingeschlossen hat. Aber danach hat er mir alles ausführlich erklärt. Vergiss das nie, Michael. Der Gürtel ist das beste Hilfsmittel gegen Ungehorsam. Die Lehre meines Vaters hat meine Mutter sehr unglücklich gemacht. Ich zog von meinen Eltern weg und versprach mir selbst, dass ich nie wie mein Vater sein werde. Als ich Christina zum ersten Mal im Club erblickte, trug sie auch einen kurzen Rock. Ich musste mich für sie einsetzen, damit niemand sie jemals wieder belästigen kann. Finger weg von ihr! Wir haben angefangen, mit Christina zusammen zu sein. Sie zog bei mir ein und wir haben geheiratet. Ich teilte meine tiefsten Geheimnisse mit ihr. Und ich habe ihr von meinem Vater erzählt. Ich musste ihr versprechen, nicht so zu handeln wie er. Ich selbst wollte das nicht. Allerdings wurde sie eines Tages bei ihrer Schicht zu spät aufgehalten. Und sie ging nicht ans Telefon, deswegen eilte ich zu ihrer Arbeit. Als ich ankam, wurde sie von einem kleinen, wertlosen, bebrillten Mann angeschrien. Er hat es gewagt, meine Frau anzufassen. Christina, warum zum Teufel schweigst du? Wo ist der Wochenbericht? Aber Christina war wie gelähmt vor Entsetzen über diesen Zwerg. Dann habe ich alles selbst in die Hände genommen. Wenn du sie noch einmal anschreist, dann bringe ich dich um. Komm schon, Christina. Den ganzen nächsten Morgen über war Christina still. Doch die angespannte Stille wurde durch eine Nachricht ihres Chefs unterbrochen. Ich bin gefeuert worden. Warum warst du so unhöflich zu meinem Chef? Oh, du brauchst mir nicht zu danken. Du wirst nicht mehr mit diesem blöden Idioten zusammenarbeiten. Du brauchst keinen Job. Ich werde dich versorgen. Das Wichtigste ist nur, dass du mir zuhörst. Was glaubst du, was du da tust? Christina wollte mir widersprechen. Und mein Vater tauchte wieder vor mir auf. Der Gürtel ist das beste Hilfsmittel gegen Ungehorsam. Oh, tut mir leid, Schatz. Ich habe voll übertrieben reagiert. Ich mache es wieder gut. Lass uns am Abend etwas essen. In deinem italienischen Lieblingsrestaurant. Diesen Abend habe ich den besten Tisch in ihrem Lieblingsrestaurant reserviert. Christina hat sich ziemlich viel Zeit gelassen. Und dann wünschte ich, sie wäre gar nicht gekommen. Was zum Teufel hast du da an? Hast du vergessen, wie der Typ aus dem Club dich fast vergewaltigt hat? Was ist los mit dir? Du handelst nach dem Vorbild deines Vaters. Das ist deine Schuld. Du musst mir gehorchen. Christina, warte! Ich konnte sie nicht gehen lassen. Ich wollte doch ein Vater sein. Schatz, warte. Es tut mir so leid. Ich schwöre dir, das passiert nie wieder. Bist du verrückt? Ich hasse dich. Was, wenn du dem Baby schadest? Christina, verlass mich nicht. Das Baby muss einen Vater haben. Ich war mir sicher, dass eine schwangere, arbeitslose Christina nirgendwo hingehen wird. Und ich hatte recht. Christina änderte sich und war in den nächsten 3 Monaten gehorsam. Aber sie besuchte weiterhin ihren blöden Yogakurs. Ich habe den nie genehmigt, weil sie es mit einem Trainer gemacht hat. Ich habe ihm nie getraut. Trainer flirten ständig mit Kundinnen. Und ich hatte wieder einmal recht.
Auf ihrer Seite veröffentlichte Christina ein Foto mit diesem Trainer. Hallo, Schatz. Oh, ich hatte so ein tolles Training heute. Du Miststück! Du bist 3 Monate schwanger und machst mit diesem Junkie rum! Vater hatte recht. Der Gürtel ist das beste Hilfsmittel gegen Ungehorsam. Du wirst nie wieder das Haus verlassen! Hast du mich verstanden? Ich hatte meine Kräfte falsch eingeschätzt. Verdammt nochmal! Christina, wach auf! Ich rannte so schnell ich konnte, um Wasser zu holen. Aber als ich zurückkam, war Christina weg. Ich habe überall nach ihr gesucht. Aber meine Frau hatte sich wie in Luft aufgelöst. Ich fühlte, dass ich übertrieben hatte. Aber ich war mir so sicher, dass sie mir verzeihen würde. Das hat sie immer getan. Sie konnte ja nirgendwo anders hin. Christina, ich habe so lange nach dir gesucht. Wer ist denn das, verdammt? Ich bin Scheidungsanwalt Mr. Johnson. Christina lässt sich von Ihnen scheiden. Aber was ist mit unserem Baby? Wie soll er ohne einen Vater aufwachsen? Am Anfang hast du versucht, freundlich zu sein. Aber du hast immer noch deinen Vater in deiner Seele. Es ist besser, keinen Vater zu haben, als einen tyrannischen Vater. Durchbricht den Kreislauf in der Familie. Kinder nehmen alles aus Windeln auf. Gute Familien sind Familien ohne misshandelnde Väter.